So, meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von CrossCode. Wir haben auf unserem Vor... kommt hier durch. Ah ja. Hier auf dem Gebiet noch drei Kisten. Die wir bisher nicht bekommen. Ah, okay, verstehe. Ja, ich bin einfach doof. Man muss einfach mal sagen, ich bin einfach doof. Aber gut. So. Achso, es ist ja ein Gebiet hier. Wo kommst du denn auf einmal her? Verschwinde, du kleines Vieh. So, da haben wir was Grünes. Aber nicht mal eine Ebene. Und damit haben wir Abkürzungen. Energie-Espresso. Damit wird dies... Hallo! Du weißt schon, dass das meine Abkürzung ist. Du hast gar nichts dafür getan. Achso, die war betäubt. Du hast gar nichts dafür getan. Eine Gemüserolle. Legendärer Schatzmeister freigeschaltet. Fortschritt? Achso, haben wir hier jetzt auch noch Kampf und Erkundung. Okay. Kein Plan. Sortieren Auto. Freigeschaltet. Truhen hier, wa? Finde 75% aller Truhen in Crossworlds. Okay. Insgesamt gibt es. Achso, das sind nicht die. Ja, 75% aller Truhen. Ich kann ja theoretisch in die Statistik jetzt reingucken, jetzt bestimmt hier irgendwo. Geöffnete Truhen? Oder auch nicht. Kampfsammlung. Logbuch. Anderes. Na gut. Nicht so wild, eine Kiste liegt hier noch irgendwo rum. Unten. Unten. Jetzt muss ich sie nur noch finden, wo sie war. Kiste. Hier haben wir eine mitgenommen. Habe ich mich vertan beim Stempel setzen? Das ist eigentlich woanders. Ah ja. Aber wie komme ich da ran? Sieht sehr verdächtig aus, dass man hier hinten lang kann. Auf den Pilzen. Okay, checken wir mal.
Versuch unternehmen wir natürlich. Aber wie komme ich da hin? Ich könnte schauen, ob ich da hinten dahin komme. Auf das hier. Auf den einen Pilz. Ja, drüber dashen darf man über die Brücke nicht. Zumindest nicht da, wo. Achso, ah, hier komme ich rüber, okay. Da, wo freie Flächen sind. Ich finde, dafür könnte vielleicht ein grünes drunter sein, aber so eine. Sowas haben die bisher nie gebraucht. Ah, guck mal da. Aber ich komme da noch nicht so rüber, gehe ich mal von aus. Dafür ist der Sprung zu weit. Oh, Lea! Ah, Herrgott, nochmal. Und tschüss. Aber wir schaffen's. Oh, das soll man nicht schaffen. Werwolf am Stiel. Faszinierend. Sehr schön. Darum geht es nicht weiter. Damit sind wir hier eigentlich fertig. Jetzt können wir mal ein bisschen Quests abgeben, würde ich sagen. Elendsviertel in Burg Bastien. Okay, das kriegen wir hin. Ich denke, diesem sind wir gewachsen. Die Lantern haben wir die auch schon alle abgegeben? Ja, ne? Ja, haben wir schon. Der Botzemann. Ich sehe, du hast die Flammen bekommen. Sagenhaft, das ist fast soweit. Alles, was noch zu tun bleibt, wäre ein kleiner Testlauf. Kann ich erneut auf deine Hilfe zählen, Kleine? Spektakulär. Ich gehe schon rein, um alles aufzubauen. Dauert nur eine Schrecksekunde, Kleine. Komm einfach nach, wenn du soweit bist. Na, Logo. Willkommen im Pumpkin Funland. Alle bitte betreten den Teleporter, um den wilden Ritt zu beginnen. Da kann ich durchschießen. Kurz kratzen. Gruselitsch, Gruselitsch. Das ist ein anderer Pumpkin, oder? Ne, auch Flammender Jack. Na, wenn er nicht auf mich geht, ist auch okay. Jacks Flamme, noch eine? Der Fuck, warum soll. Okay. Boah, ist ja eklig! Haben die viel Leben, ey. Wieder zwei Jacks Flammen. Okay, eine Karte gibt's hier nicht. Ist ja widerlich. Okay, die haben die Map geändert. Ah, Ficker! Ich darf die falschen Wege nicht gehen. Verdammte Fick-Jumpscares! Ah, wie ich das hasse! Ich habe mir nicht erwartet, ein Horror-Game zu spielen. Habe ich gar keinen zweiten Nahkampfangriff? What the fuck? Seid ihr fertig? Heilige Scheiße! Um.
Alter, ich fange von vorne an. Ah, okay. Drei Viecher. Dann soll ich die Circuits nochmal abchecken. Alter, sind die mächtig! Habe ich denn keinen Zweierattack für Eis? Bin ich behindert? Was soll denn das? Habe ich doch. Aber er aktiviert ihn irgendwie nicht. Kann ich speichern? Ja, ne? Ah, jetzt kann ich speichern. Kürbis Spaßland. Ach. Jetzt war noch nicht vorbei, ne? Der Botzemann, sagenhaft, einfach sagenhaft. Kleiner, es sieht so aus, als ob du bereits großen Spaß im Kürbisland gehabt hättest. Doch leider sind wir noch nicht fertig. Jetzt wird es Zeit für das große Finale. Käfer, warum müssen das auch Käfer sein? 400% Eis. Oh, vielleicht soll ich mal auch Eis benutzen, ne? Nein, es müssen Käfer sein. Tötet sie, verbrennt sie mit Feuer. Wo bin ich denn da unten? Kostet doch 3 Kampfpunkte. Naja, die kleine Käferphobie von ihr. Aber die machen ganz gut Schaden, ne? Muss man mal sagen. Uiuiuiui, meine Zähne. Wunderbar, war das nicht großartig? Also mir hat es großen Spaß gemacht, Kleine. Es ist so schwer, jemanden in dieser Stadt zu erschrecken, wenn alle so geschäftig sind. Also wusste ich, ich muss mir etwas Spuktakuläres einverlassen, etwas wirklich Großes. Heutzutage ist das der einzige Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen. Nun, ich werte das auf jeden Fall als Erfolg. Vielen Dank für deine Teilnahme, Kleine. Wie sich herausstellte, war es bloß ein Geist, der deine Aufmerksamkeit wollte, schien aber zufrieden zu sein. Botzmanns Krone. Ein Riesenspaß war das, Wii, und ich dachte, nach der Tempelmühle würde ich von diesen Viechern verschont bleiben. Kürbis-Spaß-Finale. Botzmanns Krone. Keine echte Krone, aber der Gedanke daran verfolgt dich bereits. Glückspitz und Blitzsprint ansonsten. Wobei, er gibt mir sehr, sehr viele offensive Stats. Muss man mal sagen. Das ist ein lila Item. Zwar verliere ich Resistenzen, kriege aber Fokus und Angriff dazu. Achso, ich wollte eigentlich mit gar keinem vergleichen. Na egal. Ich verliere Resistenzen. Das ist nicht gut. Dafür ist die schon sehr, sehr gut. Schütze und Balance plus sonst. Ne, wir nehmen das mit. Das ist schon okay. Ich kann das andere Item leider nicht anlegen. Den Weg kann man selber rausfinden. Jetzt kommt dieses Jumpscare-Viech nicht mehr. Dum, 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 dum. Neue Items. Weiter Mantel, Überlebenspanzer, Wurzel, vielleicht alles Müll. Ich will die Resistenzen nicht verlieren. Sanognese, was ist das denn? Ah, habe ich die Gnese alle von negativen Status-Effekten. Hübsch. Ah, ich habe so schlechtes Equipment, aber ich will es mir auch nicht kaufen. Bin zu geizig. So, ab ins Elendsviertel.
Die Pornslums. Oh, du schon wieder hast du mein Zeug? Das wurde ja auch mal Zeit, Frau. Klasse, alles was ich brauche. Hier ist dein Geld. Glaube, es war nett, dich getroffen zu haben. Du hast mir die Pilze ins Fern gemacht. Nun wunderst du dich, warum mein Vater von seinem Sohn verlangen soll, ihm diese Sachen zu bringen, nur um bei seinen Geschäften mitmachen zu können. Der ist hier oben lang gelaufen. Aber wo ist er hin? Ach, Mist. Du, der Sieger, blaues Haar, Spielmannser Hörner. Der Boss meinte, wir sollten auch schon nach einer Frau halten, dessen Beschreibung auf dich zutrifft. Du hast kürzlich einem gewissen Mick geholfen, stimmt's? Gut, in dem Fall bitte ich dich, den Boss unten zu besuchen. Ich fürchte, ein Nein kann ich leider nicht akzeptieren. Du musst dir um nichts Sorgen machen. Bitte komm mit mir. Ich meine, ich mal den Pass mal. Willkommen, Seeker. Entschuldige die etwas raue Einladung. Ich versichere dir, du musst vor nichts Angst haben. Fakt ist, ich habe dich eingeladen, um dir zu danken. Meine Männer haben mir gesagt, du hättest meinem Jungen hier geholfen, indem du ihm wertvolle Materialien aus dem verseuchten Dschungel besorgt hast. Ein großer Dienst, auch wenn er das Zeug eigentlich selbst hätte beschaffen sollen. Ach komm schon, Dad, ich hab's ganz allein gemacht, ich schwör's. Halt die Klappe, Junge. Schlimm genug, dass du Schande über dich und die Familie gebracht hast. Ruhe jetzt! Also, Seeker. Was du für meinen Sohn getan hast, zeigt, dass du ein gewisses Potenzial besitzt. Potenzial, das wir für ein kleines Problem nutzen könnten. Schau, unsere Familie betreibt ein Geschäft, welches für diesen Teil der Stadt wichtig ist. Viele Leute hier benötigen Substanzen, die aus den Pilzen im verseuchten Dschungel gewonnen werden. Mit Gesundheit liegt unserer Bürger genauso am Herzen wie die meiner eigenen Familie. Wir verkaufen diese Medizin sehr billig, dank unserer eigenen Handelsroute. Aber sagen wir es mal so, die Route ist nicht ganz offiziell. Der Hohe Rat der Händler hat vor kurzem unsere Route für sich beansprucht, was leider zu einem Engpass in unserer Medizinversorgung geführt hat. Nun patrouillieren Wachen auf Teilen unserer Route. Eine andere Route zu suchen, würde nur noch mehr Wachen auf den Plan rufen, also muss eine andere Lösung her. Und mit dir haben wir eine solche Lösung womöglich schon gefunden. Deine Seeker-Fähigkeiten erlauben es ja doch, Wege zu finden, wo es vorher keine gab, stimmt's? Ja, das will ich wohl meinen. Warum schmuggeln wir die Güter also nicht über den altbekannten Weg, nur eben unerkannt? Die guten Wachen würden ihren ehrenhaften Job erledigen und wir den unseren. Natürlich wartet dafür auch eine Belohnung auf dich. Du hast dich sicher gemerkt, dass Außenseiter unserer Handelsposten im Edenzut nicht erwünscht sind. Wenn du uns hilfst, garantiere ich persönlich für einen Pass, der dir Zugang zu diesem Handelsposten gewährt. Also, was sagst du? Bist du bereit, uns in diesen schweren Zeiten zu helfen? Ein Elendsviertelpass. Ausgezeichnet. Die Händlerroute, von der ich sprach, beginnt hier, verläuft unter der Stadt und zieht sich durch bis zum verseuchten Dschungel. Ich will, dass du mit meinem Sohn einen Weg in den Wachen vorbei zum verseuchten Dschungel findest. Was? Muss ich mit ihr gehen? Du wirst tun, was ich dir sage. Hast du verstanden? Yes, Sir. Trifft mein Sohn im verlorenen Ausguck im Dschungel. Er kennt den geheimen Eingang. Er wird dir einen speziellen Chip geben, der deinen Pfad aufzeichnet. Sei also unbesorgt, du musst dir keine Notizen machen. Nun zieh von dannen für das Wohl unserer Leute. Kalzone-Keller. Du kommst ja nicht rein, Seeker. Okay, auf in den Dschungel. Wo muss ich hin? Verlorenen Ausguck. Ah da. Der verlorene Ausguck. Diese Ebene gerade kenne ich hier nur zu gut, ne? Das muss ich nur noch finden. Aber er ist nirgendwo da. Wäre auch sonst zu einfach, ne? Aber so viele Möglichkeiten gibt es hier gar nicht. So groß ist die Map ja nicht.
Tja, falsche Ebene. Habe ich nicht im Vorwort, habe ich nicht irgendwo eine Abkürzung gehabt? Hallöchen. Uch, da bist du ja endlich. Noch eine weitere Minute in diesem verseuchten Kasten. Ich wäre vor Langeweile gestorben. Also los, weiter geht's. Und komme nicht in die Quere. Kapisch? Folge mir. In die Höhle. Ich hasse diese Höhle. Viel zu düster und nass. Ruinen liegen mir mehr, weißt du? Ja, nahm nicht an, dass du das verstehst. Wir sind fast da, nur noch da entlang. Gut, bevor wir uns hier vielleicht in eine Falle locken lassen, meine Freunde, machen wir kurz eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.